Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Aber ich sehe noch zwei Fälle neue Befehl. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Bist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehren. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Da ist das wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon tot. Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Verrat an meiner Person. An meiner Person.